Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Space Engineers. Und ja, wir haben beim letzten Mal ja die Raffinerien ausgebaut und endlich die Verbindung geschaffen, so dass wir uns langsam ranmachen können, ein richtiges Bohrschiff zu bauen. So, Helm auf, da wollen wir mal gucken, wie weit wir hier sind. Ich habe einfach mal hier mich mal wieder in die Kamera reingefügt, um der wird jetzt auch langsam fertig, um, weil ich gesagt habe, ist okay, meine hässliche Fratze kann ruhig mit ins Bild. So, was fehlt denn hier noch? Nichts weiter, muss man fertig machen. So, jetzt haben wir den, dann haben wir den. Okay. Haben wir hier... Nein, wir haben keine Stahlplatten. So, das Ding ist verbunden, das ist auch fertig. So, was haben wir hier? Raffinerie 15. Silber. Hat er schon automatisch rein eingeführt. Haben wir hier schon nämlich automatisch eingestellt, Silber bestimmt, genau, Silbererz, sehr schön, das funktioniert alles, das ist super. So, Raffinerie Kontrollfeld kurz umbenennen, Raffinerie 1 Silber, okay, und dann können wir hier ohne interne Panzerung nichts machen. Okay, und dann wieder auf mich transferieren. Und hier kommt Whitelist Silberbarren. So, Silberbarren hinzufügen. Eigentlich wäre es, glaube ich, an der Stelle auch egal. So, wir haben jetzt, muss ich mir jetzt noch kurz auf meinem Zettel notieren, Raffinerie 1 benannt, Ein- und Ausgang. So, oben ist der jetzt auch schon fertig, dann ist das die Raffinerie 2. Raffinerie 2, Silber. So, dann haben wir... Da haben wir noch nichts. Was bist du? Gold. Dann kommt hier Goldbarren. Goldbarren. Whitelist. Hinzufügen. So, dann ist der auch. Dann haben wir beim Gold auch den Ausgang. Raffinerie 2 sind wir dann. Jetzt fehlt noch Silikon und Uran. Ja. So, Uran war das Ding hier gewesen. So, da ist aber auch Silber drin. Ist da Silber drin? Das verstehe ich nicht. So, denn hier mal kurz. Okay, war richtig. So, auf mich. Und hier kommt nur Whitelist.
Uranerz. Dann lassen Sie den noch schnell umbenennen. Uranerz. So, und dann fehlt unser Silikon. Kobalt, Platin, Silizium Whitelist, Siliziumerz. Dann heißt die Raffinerie jetzt 1 und ja, nehmen wir Silikon, Silikon. Und dann hier. Ich irgendwas am Ohr, eine Mücke. So, Silikon 2, okay. Und dann kann hier so, jetzt haben wir Uran, Raffinerie 1 umbenannt. Ein- und Ausgang, Silikon, Ein- und Ausgang. So, Silikonleiter. Oder auch Silikonhalbleiter oder sowas, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Whitelist und... Silizium-Halbleiter, genau. So, jetzt müsste alles richtig sein. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir setzen uns jetzt mal in unserem super Stuhl hier und gucken nochmal einmal alles durch. Raffinerie. Eisengold. Okay, und das ist die Raffinerie. Okay. Und jetzt kommt Förderband. Heißen. Doch, die heißen noch so. Förderband Sortierer 6. Da fehlen noch welche. 6. Der Rest ist umbenannt. Mal gucken, ob die auch alle auf mich sind. Okay. So, Whitelist, das ist Silber. Dann kommt hier Silberbarren. Dann haben wir hier eine Whitelist Goldbarren. Hier, der ist richtig. Hier. Gold. Gold, okay, da ist auch nur Gold drinne. Man muss noch sagen, Golderz. Whitelist. Golderz. Golderz. Okay. So, dann er hier. Silizium. Hier, wie gesagt, da wäre es eigentlich egal beim Ausgang, aber wir machen es einfach, dass es korrekt ist. Uran. Ne, müssen wir erwarten. Silbererz. Also, nehmen wir den schon mal um. Silberbarren.
Aber den haben wir jetzt so eingestellt hier vorne, dass da nur noch Uranerz reinkommt. Okay. So, dann haben wir hier Eisenbahn. Eisenerz. Und dann können wir hier vorne noch weiter schnell gucken. Dann sind wir mit der Geschichte durch. Nur warten, bis das Nickelerz. Nickelbarren. Kobalterz. Kobaltbarren. Platinerz. Platinbarren. Silbererz. Und Silberbarren, okay. Achso. Der hier ist jetzt noch. Den können wir dann Kupfer nennen. Kupfer. Whiteless Kupfer Erz. Und hier haben wir Kupfererz hinzufügen. So, und dann müssen die hier noch alle rein. So, jedenfalls wird das jetzt alles hier hergestellt, alles produziert. Es ist auch alles soweit fertig. Hier, siehe da, sind auch alle umbenannt. So, wir brauchen jetzt mal interne Panzerung. Interne Panzerung. Warum konnte ich die da nicht rausnehmen? Achso, die ist aus der anderen Anlage. Ja, ja, okay, verstehe, verstehe. So, jetzt die neuen. Jetzt kommt der hier hin. Der hier hin. Der hier hin. Der hier hin. Der hier. Hier. Und hier. Ich weiß gar nicht mehr, wir brauchen glaube ich bloß noch zwei. Also drei. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir hier noch einen Ersatz. Da können wir den Stein nehmen. Genau, hier machen wir Stein. Brauchen wir eh. Oder waren zu viele Stein. Und den machen wir aus. Whitelist. Und hier kommt nur der Stein rein. So, und auf mich. Das ist schon wieder eine Umbenennungsfolge, aber das gehört ja auch mit dazu. Ihr könnt, ansonsten schreibt es einfach mal in die Kommentare, oder nicht, der Kies. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ihr das hier, ob ihr nur sehen wollt, wie ich irgendwas baue, aber das gehört ja auch mit dazu. Beim Bauen, wenn ich jetzt sage, ob ich jetzt so ein Schiff noch baue, unseren großen, also großes Bohrschiff gleich. So, auf mich. Da hatten wir Kupfer und dann kommt hier Kupferplatte zufügen als Whiteless. Kupferplatte. Okay, jetzt kommt hier müsste jetzt ach ja, wie heißt das? Also das eine ist Marmor. Carbon. Carbon-Ohr. Carbon-Ohr als Whitelist. Carbon-Ohr. Und hier kommt
Trade List. Carbon. Okay. Da kommt Carbon raus. Kabin, Carbon. Okay. Dann haben wir hier noch Zinn. Und Marmor fehlt auch noch. Seht ihr? So. Trade List. Oh. Coffee. So. Kupferrolle, Kupferplatte. Ja. Keine Ahnung. Marmorerz. Entschuldigt. Dann haben wir hier Marmor. Marmor. Platte. Oder Marmorblock. Aber da kommt Marmorplatte raus. Ansonsten tun wir es einfach mit denen zu. Da ist was drauf. Habe ich den hier umbenannt? Nein, natürlich nicht. Marmor. Erz. Okay, und dann nehmen wir den hier noch mit als Zinn. Das ist ja den scheißegal. Zinkerz. Und hier Zinkbarren. Carbon und Zink. Dann müssen wir gucken, falls uns noch einer fehlt. Aber das reicht ja denn hier erstmal. Carbon und Zink. Okay. So, dann können wir. Doch eigentlich schon aktiviert. Gut, wir sind jetzt bei 17 Minuten. Hier mein guter Kaffee. Falls es euch nicht stört, ich habe auf meinem anderen Kanal, der mein Vlog-Kanal ist, mache ich jetzt jeden Abend ein bisschen ein paar Minuten Livestream mit einem thailändischen Horrorspiel. Aruya. Araya. Guckt euch an. Ist zwar alles auf Englisch, aber ist okay. Was wollte ich jetzt hier? Raffinerie. So. Und Produktivitätsmodul. Da. Okay. So, der braucht Stahlplatte. Jetzt die Frage, kommen wir jetzt hier? Doch, ja. Stahlplatte. 95 sollte eigentlich reichen. So, da ist auch kein Platz mehr. Denn jetzt muss ich mal gucken, hä? So, da kommt der, dann kommt eine Reihe und dann kommt der. Zack, 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 zack. Ja. Und jetzt müsste theoretisch, wenn hier alles richtig läuft, grün sein. Jo, das passt. So, dann nochmal die 6. Aber der stand doch eben schon richtig.
die nur alles schnell fertig bauen, dass wenn die Raffinerie gleich loslegen. Ja. Ja, und dann hier hin. Da. Und dann ist unser großes Dingel fertig. So, jetzt noch die Raffinerie umbenennen. Das war, ich hab's schon wieder vergessen. Kupfererz. Die Kontrollfeld auf mich. Kupfer. Oder Kupfer und Kupfer ist doch eigentlich das gleiche, oder? Könnten wir jetzt ja, Kupfererz, Kupferrolle. Raffinerie, so, da ist die 1. Hier die 7 hin. Die 7 habe ich gesagt. So. Mach die mal fertig hier, dann kann ich die gleich umbenennen. Da haben wir jetzt Kupfer und Zink. Und gleich mal gucken, was hier reingeht. Kupfer und Zink. Okay, dann ist Kupfer nochmal was anderes. Ach so, eigentlich, das gehört zusammen, aber ist egal. Den hier. Oh. Er hat es gerade geblitzt. So, das ist die 2 und das ist Zink. Warum ich immer Y und Z verwechsle, liegt einfach daran, weil ich auf Arbeit nur mit einer englischen Tastatur schreibe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So, dann müsste das hier Marmor sein. Ist das hier Marmor 1? Marmor. Von Reh 1 Marmor. Raffinerien. Opa, Zink. Zink, dann ist das hier 1. Und Kupfer war hier vorne, ne? Habe ich die vergessen umzubenennen? Egal. Im Kontrollfeld. Das ist die 2. Und wenn ich jetzt hier die Raffinerie noch habe, da fehlt jetzt hier nur noch die 1. Wir sind ja gleich durch. Und dann können wir wirklich, dann können wir alles produzieren, was wir brauchen. Wir müssen noch die anderen Dinger bauen. Das ist aber nicht so schlimm. So, und hier haben wir ich Marmor. Okay. So, dann kommt hier noch ein hin.
Tut mir leid. So, das ist denn eins Stein. Und dann Exceed Regulation? Was? Was? In a place, ship would exceed regulation. Ich verstehe gerade nicht. Warum würde er jetzt... Okay, das muss mir einer beantworten. Förderband, warum exceed das die Dingelbumsens? Na, kommt das hier? Ist hier nur alles zugemacht? So, und dann können hier vorne rauf die vier da in seine Panzerung haben wir nicht mehr. Dann können da vorne rauf nämlich um das Obsidian-Ingot abzubauen. So. Gut, dann verpiesel ich mich jetzt wieder hier in mein Raumschiff, meiner Erdrakete. Helm ab, setze mich hier rein, dann bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Runde hat euch Spaß gemacht. Also es ist nicht viel passiert, wir haben im Prinzip unser Raffineriensystem fertig gemacht. Warum kann ich keine weitere Raffinerie mehr setzen? Schreibt es bitte kurz in die Kommentare und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.